Hallo zusammen, ich bin Robert von Ersatzteilshop. Eure Waschmaschine springt durchs gesamte Bad von A nach B und das direkt nach der Neuinstallation oder nach einem Umzug, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass ihr die Transportsicherung von dem Gerät nicht entfernt habt. Viele wissen beim Umzug gar nicht, dass die Transportsicherung wieder drin ist. Meistens sind das fleißige Umzugshelfer, die alles so machen, wie es die Norm vorschreibt. Schaut nach, wenn das Gerät gerade nach dem Umzug hin und her springt, ob irgendeiner der Umzugshelfer die Transportsicherung reingebaut hat. Die Transportsicherungen sind auf der Rückseite des Gerätes. Die Transportsicherungen halten den Pottich, in dem die Trommel gelagert ist. Die Trommel selbst kann sich noch drehen. Es ist so, dass relativ viele Leute sagen, die Transportsicherung muss ja entfernt sein, weil die Trommel sich bewegt. Nein, das ist nicht der Fall. Die Transportsicherung, wie gesagt, hält den Pottich und nicht die Trommel. Ich drehe euch das Gerät mal um und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt seht ihr, wovon ich rede. Das sind die Transportsicherungen, diese vier Schrauben an der Rückseite des Gerätes. Diese vier Schrauben gehen in den Pottich rein und halten diesen. Ich öffne jetzt mal die Rückseite des Gerätes, damit ihr seht, was ich meine. Die Transportsicherung müsstet ihr einfach nur rausdrehen, das zeige ich euch dann später nochmal. Diesen Zwischenschritt mit dem Öffnen des Gerätes könnt ihr euch dann sparen, das dient nur der Verbildlichung des Ganzen. So. Und jetzt seht ihr schon, was ich meine. Die Schrauben, die gehen bis in diesen Plastebehälter. Das ist das Antriebsrad, was dann die Trommel andreht. Diese Schrauben gehen in diesen Plastebehälter und halten nur diesen Plastebehälter. Die sorgen im Prinzip dafür, dass während des Transports die Federn nicht belastet werden, die den Pottich von oben halten und auch die Stoßdämpfer, die quasi die Schwünge ausgleichen. Die werden dadurch durch die Schrauben nicht belastet. Genau. Und jetzt schrauben wir die Schrauben mal raus. Meistens sind die Transportsicherungen 10er Schrauben, also 10er Muttern. Im besten Fall nehmt ihr nicht das Werkzeug, was dabei liegt. Damit rutscht man ständig ab oder verletzt sich irgendwie. Nehmt eine Nuss, eine 10er Nuss, eine Ratsche und dann geht's los. Locker ist immer linksrum, fest ist rechtsrum. In dem Fall wollen wir es locker machen, also linksrum. Die Schraube gelöst ist, zieht sie raus, fädelt sie wieder ein Stück ein bis an den Gewindepunkt und dann in einer Drehbewegung das Ganze lösen. Das Klacken, was ihr gehört habt, waren die Innenseiten von der Transportsicherung. Jetzt ist die Schraube raus, die Blindstopfen liegen bei, wir haben bloß eingerastet, klick und damit ist es erstmal wieder dicht, das Gerät. Wie gesagt, das macht ihr der Reihe rum und zum Schluss mache ich das Gerät wieder zu und dann war es das schon. Ah, jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Wenn euch unsere kleinen Videos hier bei der Reparatur und der Instandsetzung eures Haushaltsgerätes geholfen haben, dann würde ich mich riesig über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Wenn es so weit geht, dass ihr sagt, Mensch, das ist ja genial, was die Jungs da machen, dann abonniert am besten unseren Kanal. Wir werden da permanent irgendwelche Haushaltsgeräte reparieren, beziehungsweise auch kleine DIY-Projekte zeigen, die ihr zu Hause nachbauen könnt. Wenn ihr euer Gerät nicht reparieren konntet, weil es vielleicht einfach keinen Sinn macht, nicht wirtschaftlich ist oder ihr sagt, mein Gerät hat Husten und Schnupfen, das macht jetzt keinen Sinn, da alles zu reparieren, dann findet ihr bei unseren Partnern von allego.de, die blenden wir hier ein, die passenden Haushaltsgeräte, die euren Ansprüchen gerecht werden. Schaut dort mal rein. Die Jungs von allego.de haben da wirklich ein Top-Sortiment und ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leute, da bleibt mir nur noch zu sagen, ran ans Werk!